Ja, und da geht es direkt weiter im Schlafraum der russischen Wachmänner. Da muss ich mich ja nochmal zurückrudern und die Aussage vom letzten Mal zurückziehen. Das sind keine Soldaten in dem Sinne, das sind russische Wachmänner, habe ich jetzt nachgelesen. Und der Admiral hat uns jetzt hier netterweise, er meint es wahrscheinlich nur gut, hat er uns hier eingesperrt, damit wir keinen Schabernack treiben. Aber das hält uns nicht auf. Wir wollen hier raus. Wir wollen flüchten. Und hier sehen wir auch schon irgendwie so einen Haken, der so auf halb acht hängt. Das Geländer oder was das ist. Zieh! Sehr gut. Und dann haben wir ein Brecheisen. Unseren treuen Begleiter haben wir wieder mit am Start. Das kennen wir ja schon aus Tomb Raider 4. Brech das mal auf, bitte, gute Frau. Ah, ja, ja. Die Spinnenweben. Okay. Krabbeln wir hier einmal durch. Wir wollen hier flüchten von diesem Ort. Ich denke, Lara hat nicht vor, hier zu bleiben. Also in der Folge ist viel Kriechen, viel Krabbeln, viel Hochklettern angesagt. In den Schächten mit den Ventilatoren hier quer durch, querbeet. So, ich glaube, jetzt muss ich einmal kurz mich durchlassen hier. Weil ich glaube, irgendwo ist hier ein Secret. Hangel dich einmal hier lang, Lara. Lara, hangel dich doch mal da lang. Oh Gott, Frau. Mocht mich schworen sie nicht. So. Sehr gut. Das war ein guter Jump. Nimm es. Los, nimm es. Eieiei. So, die Frage ist jetzt nur, mein Orientierungssinn. Die Frage ist jetzt nur, wo ich jetzt hin muss. Da nicht. Da. Okay. So. Haben wir schon mal das erste Secret eingeheimst. Ich weiß gar nicht, wie viele Secrets es ehrlich gesagt gibt in diesem Level hier im U-Boot. Da muss ich mich erstmal überraschen lassen. Ich bin ja eh froh, wenn wir das überhaupt geschafft haben, hier das Level. Weil die ganzen russischen Level, die kenne ich gar nicht tatsächlich so gut. Ja, geht es tief runter. Ja, ich kletter erstmal hier rein. Ich weiß, wir müssen unterschiedliche Items jetzt uns besorgen gleich. Zusammensammeln. So. Und hier haben wir ein Regal. Ich werde das erstmal kurz durchsuchen. So viel Zeit muss sein. Oh, ein Medipack. Yay. Okay. Ich habe übrigens auch noch nachgelesen. Ich habe ja auch schon wieder irgendwas Dummes gesagt beim letzten Mal. Warte. Da haben wir Batterie. Ich habe keine Ahnung. Ja. Eine Minusbatterie. Und da ist eine Tür mit dem Schloss. Da kommen wir noch nicht hin. Ich habe nachgeforscht und ich habe ja das letzte Mal gesagt, Mensch, Joyeve hat sich aber ganz schön verändert, ne? Auch so eine neue Synchronstimme und sowas. Es war gar nicht Joyeve. Ich habe nachgelesen, das ist ein anderer Freund von Lara wohl, der bei der Trauerfeier oder Gedenkfeier mit dabei ist, da der glatzköpfige Mann. Das ist der Charles Kane, habe ich glaube ich nachgelesen, so heißt der Typ. Und es gab wohl rechtliche Probleme mit dem Namen Joyeve und deswegen wurde der wohl rausgenommen aus der Saga, aus der Tomb Raider Reihe. Da, den gab es da nicht mehr. Und deswegen, ja, wurde dann Charles Kane, hat Charles Kane den ersetzt. Sozusagen, quasi.
Stimmt es also? Wir sind neben dem deutschen U-Boot. Jetzt werden wir herausfinden, ob seine Fracht noch intakt ist. Die Taucher sollen sich fertig machen. Und werden wir auch irgendwann erfahren, wonach wir eigentlich suchen? Sie werden genug erfahren, um es zu erkennen. Da. Aber mehr Informationen würde Ihr begrenzter Intellekt wahrscheinlich nicht verkraften. Meiner vielleicht nicht, aber eventuell der Verstand der Spionin, die wir an Bord geschnappt haben. Eine Spionin? Ich hoffe doch, Sie haben sie ausgeschaltet. Nieta! Wir müssen zwar mit ihren Wölfen heulen, aber wir werden nicht ebenso wahllos morden. Idiot! Ich werde diese Agentin erledigen, wenn ich zurückkomme. Bringen Sie das Boot in Position! Schnell, Genosse! Backbord 5 Grad. Steuerbordmaschine ein Viertel voraus. Alle Maschinen stopp. Achtung! Alle Tauchmannschaften sofort auf ihre Stationen! Warum hat er uns verraten? Was soll das? Das war dumm, Admiral. Das war dumm. Was soll das? Jetzt ist unser Mafiosi am Schlimmergummi. So, was ist hier? Nichts Gutes. Ach so, eine Leiter. Okay. So. Kriechen. Gut, dann, was haben wir hier wieder Feines? Die Lasagne war furchtbar. Bitte das nächste Mal besser. Entschuldigung. Der arme Koch. Unschuldiges Opfer. Ist gar nicht in der ganzen Sache verstrickt, aber wir schlagen ihn trotzdem kaputt. Schlüssel. Was ist denn hier? Ich plündere wieder Regale. Das muss sein. Ich will nichts übersehen. Und noch ein Schlüssel. Das ist super. Was sind das über alles für Konservendosen hier überhaupt? Was lagern die denn hier? Okay, das war nix. Was ist hier? Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Was war das für ein komisches Geräusch? Wir haben endlich wieder unsere Waffen. Sehr gut. Silberschlüssel. Oh, ich fühle mich gleich viel sicherer. Was? Oh, wieder hier russische Gangster wieder mit am Start. Ja. Ja. Oh Gott, Alter. 3 auf eine Frau. Alter. Was soll das? Alter, dass ich das noch miterleben darf hier. Russischer Wachmann. Russischer Wachmann und Mafiosi. Alter. Was ist jetzt hier überhaupt in dem Raum drin? Hä? Ach ja, klar, die Toilettenkabine hier nur wieder. Alles klar, ist gut. Ich verstehe schon. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da kamen wir her. Ja, ja, der Herr, ich weiß. Ich weiß doch. Ja, Moment. Lass mich doch mal kurz ein Medipack nehmen, meine Jüde. So,
Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Das ist dicht. Mal gehen wir einmal hier. Gehen wir erstmal hier lang. Alle Wege führen nach oben. Eine Leiter. Na klar. Eieiei. Okay. Da kommt er um die Ecke geschlichen hier wieder, der Sack. Was ist los, Gavrisch? Der lässt uns eine Schrotflinte da. Das ist doch nett. Ein netter Mann. Trotzdem musste ich ihn abknallen. Bin ein furchtbarer Mensch. So, was ist jetzt hier lose? Okay, das war nix. Warte mal, kann ich mich... Ja, kann ich. Sehr gut. Schöne Seitwärtsrolle gemacht. Weil hier, da, guckst du, liegt was. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ach so, eine Atemmaske. Hä, das sah aus wie eine Flasche, nicht wie eine Atemmaske. Bah. So. Und dann nehmen wir einmal hier das große Medipack mit. Und hier sieht man schon, die hebt sich ein bisschen ab von den anderen Texturen. Diese Holzkiste hier. Das ist eine Rose. Nicht die weiße Rose, aber eine goldene Rose. Okay, keine Politik jetzt hier. Es reicht. So. Und nu? Ah! Ich wollte mich vorsichtig runterlassen. Nein. Nichts klappt hier. So. Uiuiui. Frage. Ich habe hier noch gar keine Karte, ne? Keine Zugangskarte. Haben die das irgendwie fallen lassen? Nee, ne? Das ist ungünstig. Ja, gut. Guten Tag. Alter. Was soll das? Nische, was soll das? Hier ist nix. Das ist enttäuschend. Muss ich da hin? Warte mal. Glaube, ich muss tatsächlich hier Dingsen da, Duden da. Warte. Zieh. So. Warte. Da. Zieh dich hoch. Ach, diese Spinnweben sehen schon lustig aus, ein bisschen. Oh Gott, hoffentlich verlaufe ich mich jetzt nicht, bitte. Alter. Irgendwo hier war eine Luke, eine Ritze. Mit Secret. Mit einem Secret. Halt. Weiter geht es. Zumindest schrubbt sie, robbt sie hier nicht auf ihren puren blanken Knien rum. Das ist schon mal viel wert. Ha, guck mal, das sieht doch schon viel besser aus hier. Macht das uff. So. Oh, Alter. Was los, Paduski? Voll in den Rücken geschossen. Hinterlässt er uns was? Äh,
Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wo kommt man jetzt wieder raus? Hallo? Ach, hier sind wir wieder. Die Frage ist nur, wo müssen wir denn jetzt hin? Moment. Ich zieh mal die Schrotflinte. Hallo! Oh, guck mal, wie enthusiastisch und eifrig er um die Ecke rast. Rumgesprintet kommt. Ach, halt, stopp. Der hinterlässt uns was. Gib's mir! Was ist hier? Ich will gucken, was hier ist. Der hat uns noch nicht bemerkt, ne? Ey, Gavrish! Ey, pst! Wachablösung! Kann man eigentlich mit dem Brecheisen eins um Latz knallen? Da habe ich meine Antwort. Wachablösung! Das ist Feierabend! Aber ich glaube, da will ich noch nicht hin. Will ich da hin? Ich will da, glaube ich. Nee, ich. Da muss ich noch nicht hin. Da muss ich gleich hin. Aber ich. Oh Gott, ich bin verwirrt. Warte mal, hier. Ich habe gerade wieder Déjà-vu. Hier waren wir doch vorhin. Oder es sieht alles gleich aus. Bei Tomb Raider sieht sowieso alles gleich aus. So. Gut. Ich glaube, dann müssen wir tatsächlich dahin, ne? Okay. So. Was ist los? Verarscht mich die Musik wieder? Hier ist doch gar nichts. Musik kündigt immer irgendwas an, aber passiert nichts. Jetzt aber. Es tut mir leid. Was hat er da? Ach so, klar, er trägt so einen Kanister mit sich rum. So einen. Ja, Anzugkonsole trägt er einfach so mal mit sich rum. Klar. Na klar. Ist ganz, ganz selbstverständlich. So. Meine Stoche, können wir das nicht einfach in Ruhe klären, ohne Ballerei. So. Hier ist schon eine Konsole drin. Ich glaube, da muss ich erstmal in den anderen Raum. Eieiei. Aha, hier ist alles nangisch. Hier liegt nichts. Ich muss mal ganz kurz eine Unterbrechung machen. Ich bin sofort wieder da. So. Jetzt kann es weitergehen. Okay. Jetzt müssen wir erstmal kurz kombinieren, ne? Mit der Atemmaske. Und das kombinieren wir mit der Batterie. Und dann haben wir eine Anzugbatterie. Dann packen wir erstmal das rein. Und die Anzugbatterie. Und dann würde ich sagen, geht's ab ans Tauchen. Den Spieß umzudrehen.
Dann tauchen wir mal eine Runde, wa? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Ich tauche einfach mal. Aber die Musik ist wieder sehr schön. Ich weiß, die Musik lobe ich immer wieder. Aber sie ist ja auch schön. Schön! Hallo! Alter! Ach so, hier muss ich hin, ne? Oh nee, das ist ein Secret. Klar. Stopp mal wieder über ein Secret. Mann, ich will doch den Ausgang finden. Ne, nicht den Ausgang, aber den... Nee. Oh, Alter. Was wirft denn der nach uns? Soll das? Tiefseetauchen heißt das Level übrigens. Ach so, hier. Entschuldigung. Hallo. Alter, das ist doch... Wo muss ich denn jetzt hin, Freunde? Wo muss ich hin? Da, ne? Wohin leuchtet, glaube ich. Alter, du Vogel. Komm dir gleich hin da. Au! Ach so, ja, stimmt. Hier. Hier war es irgendwo, genau. Oh, ich muss mal kurz ein Medipack nehmen. Meine Güte. Aufgerissen. Zeit abzuhauen. Alter, das ist doch nicht wahr. Oh Gott, Musik. Setzt mich doch nicht noch mehr unter Druck. Alter. Schnell. Die Luft wird knapp. Aber ich glaube, wir schaffen es noch. Ich fürchte, Sie haben einen gewissen Gegenstand entwendet, den ich dringend benötige. Zur Unterstützung Ihrer Bemühungen um einen dauerhaften Weltfrieden, nehme ich an. Oh, der Weltfrieden ist nicht gerade mein Ziel bei der Suche nach diesem Artefakt. Dieses Artefakt beherbergt ungeahnte Macht, Kräfte, die Sie niemals im Zaum halten könnten. Sie können den Speer haben, wenn Sie wollen, aber Sie werden es bereuen. Die Welt könnte es bedauern. Geben Sie es mir und ich verschone Sie vielleicht. Wenn Sie es so haben wollen? Bringt sie in den Torpedoraum und schießt die Dame ins Meer. Sergej, hören Sie mir zu. Sie haben ja keine Ahnung, worauf Sie sich da einlassen. Hm.
stimmt. Eieiei. Ja, selbst schuld, würde ich da mal sagen. Was spielt da auch rum mit diesem gefährlichen Artefakt, hä? Lara hat dich gewarnt, du blöder Mafiosi. ja, das U-Boot sinkt, heißt, glaube ich, das nächste Level, genau. Aber das machen wir erst das nächste Mal. Wir haben jetzt wieder gute Länge erreicht. Also sage ich erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.